fühlst du dich besser. Das habe ich nur dir zu verdanken. Aber ich habe es nicht geschafft, die Firma wieder zurückzukaufen. Aber du hast es versucht. Mhm. Die Frau, die ich liebe, ist dazu bereit gewesen, alles, was sie besaß, aufzugeben, um mich glücklich zu machen. Also wieso sollte ich mich über meine Arbeit beklagen? Hm? Ich bin der glücklichste Mann auf der ganzen Welt. Du bist der glücklichste Mann auf der ganzen Welt, der seinen Job hat. Aber das stimmt doch gar nicht. Wirklich nicht. Ich liebe meinen Job. Ich habe nur einfach nicht damit gerechnet, dass ich mal für Spencer arbeiten muss. Das stimmt überhaupt nicht. Weißt du noch, was du gesagt hast? Du tust es für mich und für die Kinder und weil du stolz darauf bist, so etwas Fantastisches und Wundervolles zu kreieren. Danke, das hatte ich schon fast vergessen. Hm? Nichts zu danken. Und selbst wenn der Job immer noch schwierig ist, gibt es doch Wege, ihn etwas erfreulicher zu machen, oder? Weißt du, vielleicht könnte man es auch positiv sehen, dass Bill und deine Schwester jetzt diese Firma leiten, hm? Mhm. Ich denke schon. Sorgst du bei deinen Besprechungen immer so für Ordnung? Das könnte die Teilnehmerzahl erhöhen. Du meine Güte, wir werden auf unserer Hochzeitsreise viel Spaß haben, oder? Mhm. Apropos, ich habe Kataloge mitgebracht. Nein, keine Kataloge mehr. Keine Kuchenproben, Servietten, Blumen und so weiter. Entscheide du das. Ich vertraue dir. Ich kann unsere Hochzeit kaum erwarten, aber mach du das. Okay. So wie es aussieht, erstreckt sich mein gutes Urteilsvermögen nicht nur auf unsere Hochzeit. Hallo Hollywood Glamour, wir kommen. Das habe ich nicht gesagt. Du hast gesagt, du wärst beeindruckt. Ich habe gesagt, ich würde darüber nachdenken. Ich habe doch das Funkeln in deinen Augen gesehen. Steffi hat dir die Idee verkauft. Bist du nur hergekommen, um mir das unter die Nase zu halten? Nein. Du warst nur so schnell weg, dass ich keine Chance hatte, dir gebührend zu danken. Dann fang mal damit an. Na schön. Du hast ja recht. Steffis Glamour-Kampagne ist eine gute Idee. Ich bin sicher, dass sie noch 1 Million weitere hat. Sie ist hungrig und sie will sich bemerkbar machen. Mhm. Wir werden ihr eine Chance geben. Wir haben noch keinen für deinen ehemaligen Job gefunden. Ah, PR-Chefin. Mhm. Eine gute Idee. Sie kennt das Geschäft und sie hat ganz schön was drauf. Und sie hat auch den richtigen Nachnamen. Ja, und die richtige Einstellung. Sie hat ihre persönlichen Gefühle zurückgestellt, um im Sinne der Firma zu handeln. Also, wenn wir sie dafür belohnen, könnte das vielleicht das restliche Team anspornen. Hm. Okay, da bin ich. Ach, gut. Hey, schließen Sie die Tür. Wo sind denn die anderen? Wir wollen etwas Privates mit dir besprechen. Ja. Und zwar darüber. Nick und ich wollen unsere Familie vergrößern. Und ich kann kein Baby austragen. Aber das bedeutet nicht, dass Nick und ich nicht unser eigenes Kind haben können. Sie haben sich doch mit dieser Leihmuttersache beschäftigt, oder? Ja. Macht alles einen guten Eindruck. Das ist doch die Agentur, die du aufgesucht hast. Ja, Andrea Kessler. Das ist die Frau, die mir geholfen hat. Sie war toll. Ich habe noch ihre Karte. Wenn ihr wollt, kann sie bestimmt heute noch mit entsprechenden Leihmüttern Termine vereinbaren. Wir sollten sie sofort anrufen. Oder meinst du, wir sollten uns erst noch weiter informieren? Wenn wir ein Kind bekommen könnten, möchte ich keine Minute mehr länger warten. Oh, du hast die Nachricht erhalten. Hat Bill meinen Vorschlag abgesegnet? Es kommt noch besser. Du wirst befördert. Werde ich in der Hollywood-Kampagne mitarbeiten? Nein, du leitest die Kampagne. Das ist doch der Job des Pressechefs. Mhm. Ich als Presseleitung? Ich gratuliere dir. Oh, ich fasse es nicht, Katie. Ich danke dir. Vielen, vielen nichts Dank. Und ich verspreche euch, ich werde euch nicht enttäuschen. Gern geschehen, aber du solltest dich lieber bei Bill bedanken. Er war ja richtig fasziniert. Oh, wow. Meine eigene Kampagne. Die erste von vielen. Könntest du dich bei Bill für mich bedanken? Ach, das solltest du lieber machen.
Nein, lieber nicht. Ich will ihn nicht stören. Er ist doch bestimmt beschäftigt. Vertrau mir. Tu's gleich. Wenn die Kampagne beginnt, wirst du keine Zeit mehr haben, mit ihm zu reden. Ja, danke. Oh, ich glaube es nicht. Sie ist bereits auf dem Weg hierher. Ich habe es doch gleich gesagt. Wenn ihr soweit seid, macht Andrea sofort Termine. Und ihr zwei seid doch soweit, oder? Ja, und wie? Oder sollten wir lieber nochmal darüber reden? Hört mal, das ist eine wichtige Entscheidung. Du und Nick, ihr beide seid die leiblichen Eltern. Die Leihmutter hat doch nichts mit der Erziehung des Kindes zu tun. Aber sie wird vorübergehend Teil eures Lebens. 9 Monate können sehr lang sein. War das der Grund für eure Bedenken? Ach, wisst ihr, zuerst nicht. Aber dann denkst du an all die Dinge, die du beachten solltest. Lebensstil, medizinische Vorgeschichte, all das ist sehr wichtig. Ihr werdet viel Zeit mit dieser Frau verbringen und euch mit sehr persönlichen Themen befassen. Außerdem sollte es jemand sein, mit dem ihr beide zurechtkommt. Richtig, ich finde, sie sollte ein besonderer Mensch sein. Schließlich wird sie unser Baby in sich tragen. Sie sollte perfekt sein. Sie wird perfekt sein. Mehr als perfekt. Wir können uns aber nicht für immer hier verstecken. Ach ja, und wieso nicht? Bist du denn nicht auch wahnsinnig neugierig und willst wissen, ob Bill Spencer Steffys Hollywood-Glamour-Idee abgesegnet hat? Steffys Idee? Ich dachte, es wäre Katies Idee. Ja, du hast einen Beweis gebraucht und jetzt hast du ihn. Dann ist es wohl gut gewesen, dass ich nicht gekündigt habe. Mit deinem Talent wirst du deinen Kindern dabei helfen, ihr eigenes Talent zu finden. Steffi, Thomas, Hope und RJ, Forrester Creations ist ihr Erbe und sie werden es bewahren. Wir können nur hoffen, dass Bill Spencer etwas Gutes erkennt, wenn er es sieht. Justin, hör auf mich zu löchern. Ich hab dir gesagt, dass Catwalk deine Show ist. Wenn ich dir das nicht zutrauen würde, hätte ich dir den Job nicht gegeben. Okay. Ich bin wirklich wahnsinnig froh, das zu hören, Mr. Spencer. Oh. Wo seid ihr gewesen? Vergiss es. Ich will es gar nicht wissen. Wie läuft es mit der Kampagne? Hast du mit Bill gesprochen? Hollywood-Glamour, Eleganz der alten Schule. Ich finde das brillant. Oh ja, ich auch. Ich habe sie ihm kurz vorgestellt, aber dann habe ich es doch lieber Steffi überlassen. Und das war richtig so. Sie war fantastisch. Sehr professionell und sehr effektiv. Dann hat Bill es also abgesegnet? Ja. Und sie hat meinen alten Job bekommen. Steffi wird Pressechefin? Sie ist soweit. Und sie will die Herausforderung annehmen. Oh, Katie, ich weiß, dass es dein Ziel ist, dass wir alle zusammenarbeiten, aber bist du dir sicher, dass Bill wirklich... Das war Bills Idee. Bill Spencer befördert meine Tochter? Ja. Sie hat ihn wirklich beeindruckt. Wow, ein cooles Büro. Freut mich, dass es Ihnen gefällt. Hören Sie, ich weiß, Sie sind beschäftigt. Es dauert eine Minute. Ich wollte mich nur dafür bedanken, dass Sie meine Kampagne abgesegnet und mich auch noch befördert haben. Ich habe Ihnen nichts geschenkt. Meine Angestellten verdienen sich ihren Weg nach oben. Dann sollte ich mir also jetzt selbst auf die Schultern klopfen? Tja, wenn Ihnen danach ist, nur zu. Ja, das werde ich jetzt gleich bei Forrester machen. In meinem brandneuen Büro. Sekunde. Hier. Was ist das? Die Nummer von meinem Innenarchitekten. Wir sollten erst mal abwarten, ob die neue Kampagne ein Erfolg wird. Zweifeln Sie etwa dran? Nein, nein, es ist so, wie Sie sagten. Manchmal muss man einfach die Luft anhalten und ins kalte Wasser springen. Schwimm oder stirb. Ich gebe Ihnen die Gelegenheit, der Welt zu zeigen, was Sie drauf haben. Und Ihren Angehörigen zu demonstrieren, was möglich ist, wenn wir alle zusammenarbeiten. Sie könnten als Vorbild fungieren. Sie könnten Ihnen einen Hinweis auf die Zukunft dieser Firma geben. Alle arbeiten zusammen und alle werden auch gewinnen, doch nur als Team. Könnten Sie das für mich tun? Ja, definitiv. Ich werde mein Bestes geben. Was ist? Oh, mir ist nur gerade die Ähnlichkeit aufgefallen mit Ihrer Namensvetterin. Meiner Großmutter. Mhm. Sie übernehmen eine entscheidende Rolle bei Forrester Creations. Ich glaube, dass Sie für den Erfolg dieses Unternehmens so wichtig werden könnten, wie es Ihre Großmutter gewesen ist.
Aber Bill, ich bin nicht annähernd so... entschlossen? So hartnäckig? So zuversichtlich? Wollen Sie mich etwa als stur bezeichnen? Sturheit ist doch gut. Sie bringen es in der Geschäftswelt nicht weit, wenn Sie ein Nein als Antwort akzeptieren. Und bei mir würden Sie es nirgendwo hinbringen. Glaubst du, Jack wäre damit einverstanden? Ich möchte nicht, dass er das Gefühl hat, er würde uns allein nicht reichen. Wir machen Jack das größte Geschenk, das er sich wünschen kann. Wir geben ihm jemanden, dem er alles in die Schuhe schieben kann, wenn er was angestellt hat. Ja, schicken Sie sie herein. Okay. Mrs. Marone, Andrea Kessler. Ich habe mich über Ihren Anruf gefreut. Oh, vielen Dank, dass Sie kommen konnten. Das ist mein Mann, Nick. Nick, hallo. Schön, Sie kennenzulernen. Ganz meinerseits. Wie ich hörte, haben Sie meine Nummer von Ihrem Stiefvater bekommen. Dem Ehemann meiner Mutter. Oh. Richtig, ja. Ja, genau. Wissen Sie, wir haben eine Menge Fragen an Sie. Wir wissen schon einiges, aber wir würden gern mehr erfahren. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ja. Ich werde Ihnen gern all Ihre Fragen beantworten. Und ich habe auch ein paar an Sie. Danke, Schatz. Vorweg möchte ich Ihnen sagen, dass wir uns mit Ihnen treffen, weil ich leider kein Baby austragen kann. Oh, das tut mir leid. Wir haben es versucht und jetzt sind wir bereit, andere Wege zu beschreiten. Sie sind nicht allein. Wissen Sie, in der Agentur sagen wir scherzhaft, wir sind in der Familienbaubranche. Erzählen Sie mir ein bisschen über sich, damit ich in der Lage bin, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Suche einzugrenzen. Bridget, Sie beginnen. Also, ich bin glücklich verheiratet. Ich habe schon ein Kind, das ich wirklich liebe, mein Stiefsohn. Oh ja. Und ich war Ärztin, aber jetzt arbeite ich hier als Designerin. Und ich liebe Yoga, Pferde, ich liebe das Wasser. Ich liebe das Wasser auch. Er war früher einmal Seemann. Er fuhr zur See, Sie waren früher Ärztin. Mit großen Lebensveränderungen scheinen Sie beide gut umgehen zu können, nicht wahr? Ja, ich schätze, das kann man wohl so sagen. Ja, aber es ist nicht so, dass wir sie suchen würden. Ja, das stimmt. Wir zwei, wir haben gemeinsam eine Menge durchgemacht. Und ich denke, wir sind in der Lage, uns allem zu stellen. Und ich bin dankbar, dass ich bei dem, was ich durchmachen musste, diese wunderschöne Frau an meiner Seite haben durfte. Ja, alles klar. Danke, Marcus. Steffi ist wahrscheinlich drüben bei Spencer Publications. Ach, wollte Bill sie sehen? Nein, sie wollte Bill persönlich danken. Das ist für sie und die Firma ein großer Moment. Steffi hat verdammt hart gearbeitet. Sie hat das Geschäft gelernt und es freut mich, dass das anerkannt wird. Ja, aber dabei geht es nicht nur um sie, sondern auch um deine Arbeit und Erics Arbeit. Wir hoffen damit, den Beweis anzutreten, dass es uns hier wirklich um Teamarbeit geht. Benutzt ihr meine Tochter, um etwas zu demonstrieren? Wir geben nur den Ton vor. Alle Beiträge werden von uns gleichberechtigt anerkannt. Und gute Ideen werden auch umgesetzt, unabhängig von wem sie stammen. Wir wollen, dass ihr euch engagiert, euch beteiligt. Rich beteiligt sich, er entwirft doch unsere neue Kollektion. In letzter Zeit ist es mir schwer gefallen, mich zu konzentrieren. Es ist viel passiert, es war eine ganz schöne Herausforderung. Aber das wird sich ändern. Da es um Steffis Zukunft geht, werde ich alles tun, damit sich diese Arbeit ihrer Glamour-Kampagne als würdig erweist. Wenn dickköpfig und stur das ist, wonach Sie suchen, Mr. Spencer, dann bin ich die Richtige. Als Leiterin der Presseabteilung müssen Sie Bulldogge und Schmusekatze sein. Da werden Sie von allen beobachtet. Sie sagten, Sie hätten Schwierigkeiten damit, vor der Kamera zu stehen. Ja, wenn ich als Model davor stehe, aber wenn ich etwas sagen will, dann... Werden Sie es erst mit Katie und mir absprechen? Ja, sicher. Gut. Sie haben Talent und einen guten Instinkt. Und ich akzeptiere Ihre Entscheidungen. Ja, jetzt noch. Aber das wird sich bestimmt bald ändern. Das heißt was, wenn ein Mann wie Sie das sagt. Ihr Wort hat sehr viel Gewicht in diesem Geschäft und das wissen Sie. Viele Menschen haben Angst vor Ihnen. Und vielleicht sollte ich auch Angst haben. Sie haben Grandpa das Herz gebrochen und meinem Dad Unglück gebracht. Aber vielleicht bin ich zu wütend, um ängstlich zu sein. Sie sehen nicht wütend aus. Wie sollte ich auch, wenn Sie mir so eine fantastische Chance anbieten? Dankeschön. Wow, dass ich das mal erleben darf. Eine Forrester steht vor meinem Schreibtisch und bedankt sich bei mir für etwas. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Gut,
Hauen Sie rein. Zurück an die Arbeit. Ja, ja, Mr. Spencer, ist gut. Steffi? Bill. Danke nochmal. Bill. Hillary, schicken Sie mir sofort Adam Green rauf. Danke. Wir führen bei unseren Kandidatinnen gründliche Untersuchungen durch. Gesundheitsprüfungen und psychologische Tests. Gut. Nicht jede Frau entspricht den Anforderungen der Leihmutterschaft. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. 9 Monate das Kind einer vollkommen fremden Frau auszutragen. Die Fremdheit kann sehr schnell vergehen. Aber es ist Ihre Entscheidung, was für eine Beziehung Sie mit der Leihmutter entwickeln. Ja, aber ich hätte natürlich schon gern irgendeine Gemeinsamkeit mit ihr. Schatz, sieh mal, die hier war Arzthelferin. Mhm. Oh, sie wohnt in Pomona und hat kein Auto. Ja. Die fällt aus. Einige Frauen sind bereit, für diese Zeit umzuziehen, falls sie ein Zimmer bekommen. Hier, sieh mal die. Du meine Güte, sie ist wunderschön. Die Fotos hat ein Fotograf gemacht. Das ist Sandra Sommers. Ja, sieh mal, sie macht Yoga, fährt Kajak, surft. Sie ist gern in der Natur. Aber das wird sie doch hoffentlich nicht machen, während sie unser Kind austrägt. Nein, das wäre wir müssen zum sie Beispiel treffen und kennenlernen. So geht so das doch Punkt, nicht. Den das wir mit ihr besprechen müssten. Nehmen wir mal an, wir wären an jemandem wie Sandra Sommers interessiert. Was wäre der nächste Schritt? Wie geht's weiter? Soll ich sie zu einem Gespräch einladen? Geht das so schnell? Ja, das geht schnell. Ich rufe sie an, wenn ich mit ihr gesprochen habe. Behalten Sie den Katalog. Vielleicht interessiert Sie ja noch jemand. Na, das ist alles? Ein guter Anfang. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Oh ja, wir auch, Andrea. Haben Sie vielen Gern Dank. Gern geschehen. Danke. Es war schön, Sie kennenzulernen. Ja. Das ist ja richtig aufregend. Kriegen wir denn das auch hin? Ja, ich finde es gut. Erinnerst du mich daran, falls mir Zweifel kommen sollten? Oh, aber natürlich. Das mache ich wahnsinnig gern. Hinterlassen Sie bitte nach dem Signalton eine Nachricht. Hi, hier ist Andrea von der Leihmutteragentur. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein reizendes Paar, das sehr daran interessiert ist, Sie kennenzulernen. Es hat geklappt. Ich dachte, Sie wären verrückt, aber Sie hatten recht. Ihnen hat alles an Sandra gefallen. Ihr Name, die gesunde Lebensweise, Yoga. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben ein wundervolles Paar bekommen. Das dürfte bestens funktionieren. Ich habe mich für Sie sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Lassen Sie mich nicht hängen, Agnes. Ich bin so aufgeregt. Du bist aufgeregt? Ja. Wirklich? Ich bin völlig durch den Wind. Ich auch. Wir müssen uns vorbereiten. Wir brauchen einen jungen Namen, einen Mädchennamen. Wir brauchen einen Namen. Es wird ein Mädchen. Diese ganzen Elternsachen. Also komm, ich meine, es woher? Es ist egal, was es wird. Und weißt du auch, wieso? Weil es perfekt sein wird. Ich liebe dich, Nick. Ich liebe dich wahnsinnig. Gut so, perfekt. Danke. Vielen Dank. Hey. Hey, Sie habe ich gar nicht erwartet. Spionieren Sie mir nach? Nein, ganz und gar nicht. Ich setze volles Vertrauen in diese Kampagne und in Ihre Fähigkeiten. Aber das ist das erste große Shooting und ich würde es mir nie verzeihen, wenn ich Ihnen dabei nicht Glück wünschen würde. Der verantwortlichen Lady. Wieso habe ich das Gefühl, dass Sie in Wirklichkeit nur hier sind, weil Sie die Lady Ihres Herzens in einem umwerfenden Kleid meines Dads sehen wollen? Das könnte auch eine gewisse Rolle spielen. Oh, dann werden Sie einen Grund zur Freude haben. Hi. Wow. Irgendetwas sagt mir, dass diese Kampagne ein Riesenhit werden wird. Weißt du, diese Broschüren mit ihren Statistiken geben einem überhaupt keine Information. Sie sagen einem nichts über ihren Hüftumfang. Was? Es wäre doch schön, wenn man den wissen würde. Ich finde, es geht nichts über ein gebärfreudiges Becken. Bitte frag sie auf keinen Fall nach ihren Maßen, wenn wir sie treffen, okay? Na schön, dann nicht. Aber ich werde genau hinsehen. Oh Gott, steh mir bei. Aber deshalb führt man doch diese Vorstellungsgespräche. Um herauszufinden, ob sie für einen die richtige ist oder nicht. Ja, dürfte ich zur Sicherheit mal einen Blick auf deine Fragen werfen? Okay. Du kannst ja das Reden übernehmen. Ist das nicht verrückt? Wenn sie uns zusagt,
könnten wir schon nächstes Jahr um diese Zeit ein Baby haben, Nick. Was haben? Ein Baby? Wessen Baby? Wessen Baby? Unser Baby. Unser Baby? Das ist unser Baby. Unser Baby? Unser eigenes. Großartig. Weiter so. Ja. Ja, wir haben den Look. Ich liebe dieses Schwarz und Weiß. Die Kleider sollen im Mittelpunkt stehen. Wir wollen mit ihnen eine Stimmung erzeugen. Die Blütezeit einer anderen Ära. Das ist doch der wahre Hollywood-Glamour. Okay, und jetzt machen wir noch ein paar Einstellungen mit dem Schminktisch. Okay. Cool. Scheinwerfer. Okay, und jetzt super, super sexy. Schlicht und einfach, klassisch. Das ist der Schlüssel zum Glamour. Tragen Sie ein Kleid von Forrester und bingo. Sollen wir noch Einzelaufnahmen machen für die Pressemappen und für PR-Aktionen? Hört sich gut an, ja? Okay, Brooke, ich möchte mit Ihnen anfangen. Jungs, nehmt mal die Säule weg. Ja, danke. Okay, gut so. Toll, toll. Räumen wir das Feld. Danke. Ich bin soweit. Sehr gut. Perfekt. Wunderschön. Mir gefällt's. Ich find's toll. Ist schon unheimlich, wie ähnlich wir uns sind. Wir sind uns wirklich sehr ähnlich. Ich meine Sandra und mich. Sie ist so etwas wie ein Gesundheitsfreak. Sie macht Yoga und versucht ganzheitlich zu leben. Wenn sie nur halb so viel Herz hat wie du, schnappen wir sie uns vom Fleck weg. Du liebe Güte, vielleicht ist das Andrea. Hallo? Ja, hey Andrea, schön, dass Sie anrufen. Oh nein. Frag sie, ob sie schon mit Sandra gesprochen hat. Das ist in Ordnung. Wann können wir sie treffen? Warte. Ja, kein Problem, gern. Wie ist die Nummer? Okay, perfekt. Nein, ich hoffe nur, dass es ihrem Vater bald wieder gut geht. Wir werden Sandra gleich anrufen. Okay, wiederhören. Wir werden sie anrufen? Ja, sie hat gesagt, es täte ihr leid, dass sie sich nicht früher gemeldet hat, aber sie, ihr Vater hatte einen Unfall oder sowas und deshalb hatte sie keine Zeit, ein Treffen zwischen uns und Sandra zu vereinbaren. Sie bittet uns, sie selbst anzurufen. Oh. Dann sollten wir das gleich tun. Ja. Rita Hayworth, wie sie lebt und lebt. Aha. Okay, letzter Umbau. Der Schminktisch kommt wieder rein und die Chaiselon raus. Okay. Gut so. Vielen Dank. Steffi hat das wirklich gut gemacht. Sie können stolz auf sie sein. Oh ja. Und ich weiß es auch zu schätzen, dass sie mit Respekt behandeln. Nichts leichter als das. Sie hat ihn verdient. Sie verhält sich loyal und sie setzt sich für die Firma ein. Ich hoffe, die anderen Forresters folgen diesem Beispiel und werden die Chance für sich nutzen. Donna, dreh dich von der Kamera weg und zeig uns mehr Profil. Ja. Genauso. Sehr gut. Wollen Sie noch Fotos in anderen Sets haben? Steffi, das ist Ihr Shooting. Katie? Wir machen eine Pause und sehen, was wir haben. Ich fand's fantastisch. Okay, danke. Dankeschön. Mr. Spencer, Ihre Geschäftsführerin, hätte gern ein Foto mit Ihnen. Komm schon, mir zuliebe. Wolltest du noch nie eine Hollywood-Glamour-Queen im Arm halten? Nur wenn es diese Hollywood-Glamour-Queen ist. Fantastisch. Okay, okay, das wäre geschafft. Vielen Dank. Ich werde Ihnen gleich ein paar Abzüge bringen. Perfekt, danke schön. Es ist wirklich super Spaß gemacht. Also, ich glaube, das wird ein Riesenerfolg. Diese Kampagne schlägt ein. Garantiert.
Gehst du zurück ins Büro? Ja, wir sehen uns dann zu Hause. Okay. Also dann und bis später. Nicht. Was? Den Partyservice, ja, zu Befehl. Vergiss nicht den Partyservice. Meine Lippen. Nein, alles in Ordnung. Okay, bis dann. Später. Gute Arbeit, Süße. Danke. Vielen Dank. Wofür? Dafür, dass ich diese Wahnsinnschance wahrnehmen kann und mein eigenes Ding machen darf. Sie haben es gut gemacht. Darf ich Sie etwas fragen? Klar doch. Wieso habe ich diese Möglichkeit gekriegt? Weil Sie eine Verbindung zu meiner Familie aufbauen wollen? Die Brücke wäre das Sahnehäubchen. Sie haben diese Chance bekommen, weil Sie eine tolle Idee für die Kampagne hatten. Und Sie haben sie mit Ihrer Hartnäckigkeit, Ihrer Lebensfreude und Ihrem Enthusiasmus an Land gezogen. Oh, reden Sie weiter. Nein, nein, nein. Ich höre besser auf. Sonst werden Sie so eingebildet wie ich. Das wäre furchtbar. Ruhen Sie sich nicht auf Ihren Lorbeeren aus. Wenn die Abzüge fertig sind, möchte ich Sie mit Ihnen durchgehen. Wenn ich weiß, dass jemand fähig ist, das Beste zu bringen, dann erwarte ich das auch von ihm. Okay? Verstanden. Donna, suchen Sie das? Oh, ja, vielen Dank. Ich habe es in Erics Büro, Miss Logans Büro, nach dem Shooting gefunden. Vielen Dank. Gern geschehen. Justin. Gehst du mir aus dem Weg? Nein. Hast du darüber nachgedacht? Justin, ich bin verheiratet, ich gehöre zu meinem Mann. Wieso war er heute nicht dabei? Er hat gerade eine sehr schwere Zeit, weißt du, er möchte da einfach nicht mitmachen. Und deshalb sollst du da auch nicht mitmachen? Er kann sich nicht mit den Tatsachen anfreunden. Er möchte, dass ich mich von der Show zurückziehe. Willst du das auch? Möglicherweise. Das ist nicht wahr. Ich weiß, dass du ein selbstloser Mensch bist, Donna. Du hast reichlich Erfahrung darin, dein eigenes Glück für das vermeintliche Wohlbefinden anderer Menschen zurückzustellen. So kann man doch nicht leben. Du musst anfangen, zu dem zu stehen, was du möchtest. Hi, Sandra, hier ist Bridget, ja, Bridget Marone. Mrs. Summers. Nennen Sie lieber Mrs. Summers, bis wir Sie besser kennen, ne? Richtig, okay. Das ist gut, okay. Und nun sag mir, dass ich Sie anrufen soll. Okay, ruf an. Oh, okay. Ganz ruhig, du schaffst das schon. Psst, es klingelt, es klingelt. Ja. Hallo? Ich bin nicht interessiert. Warten Sie, hier ist Bridget Marone. Tut mir leid, Sie haben sich wohl verwählt. Oh nein, bleiben Sie dran. Sind Sie Sandra? Mrs. Summers. Mrs. Summers. Oh ja, Mrs. Summers, Mrs. Summers. Hier ist Bridget Marone und Andrea Kessler hat uns ihre Nummer gegeben. Von der Leihmutteragentur? Ja, genau. Oh, ja, Sie haben die richtige Nummer gewählt. Sandy Summers ist mein Name. Ach, großartig. Ich weiß nicht, wie ich es Ihnen erklären soll. Aber mein Mann und ich haben Ihre Nummer von Andrea bekommen, weil wir nach einer Leihmutter suchen. Oh. Und aufgrund Ihres Profils in diesem Katalog hatten wir das Gefühl, dass Sie genau die sind, die wir suchen. Das sind ja fantastische Neuigkeiten. Es ist prima gelaufen, oder? Es war fantastisch. Ja, das wird definitiv ein Verkaufsschlager. Ich bin so stolz auf Steffi. Ein Wahnsinn, wie sie das hingekriegt hat. Deine Tochter entwickelt sich zu einer ganz wundervollen jungen Lady.
Ja, nicht wahr? Tja, ich muss sagen, ich gebe es ungern zu. Aber es ist Bill hoch anzurechnen, dass er erkannt hat, dass Steffi was Besonderes ist. Hallo? Hallo? Bill? 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 Versuchen Sie nicht, etwas zu klauen. Oh, Sie können ja meine Taschen durchwühlen, bevor ich gehe. Wissen Sie, was komisch ist? Gestern war ich wirklich irgendwie nervös, als ich in Ihr Büro gekommen bin. Aber heute ist das anders. Ach, wie kommt's? Keine Ahnung. Also, Sie wollten die Probeabzüge von unserem Shooting sehen. Ich bin schon sehr gespannt. Der Moment der Wahrheit für Steffi Forrester. Wird diese Hollywood-Glamour-Kampagne ein Hit oder ein Flop? Sollen wir es herausfinden? Wieso habe ich das Gefühl, dass Sie mich nicht in Watte packen werden, falls es ein Flop ist? Weil Sie recht damit haben. Hey, Vorsicht, du hast gerade etwas sehr Nettes über Bill gesagt. Nein, ich habe etwas sehr Nettes über meine Tochter gesagt. Wenn Bill ihr Talent sieht, hat das doch nur Vorteile für ihn. Deswegen bin ich nicht mit ihm befreundet. Es ist doch ein gutes Zeichen, dass er alle Forresters hier in der Firma behalten will. Natürlich möchte er das. Habe ich dir das nicht schon x-mal gesagt? Er will doch, dass die Firma Erfolg hat, Rich. Wir alle wissen, dass Steffi außergewöhnlich viel Talent hat. Und Bill hat das erkannt. Und er hat eine Gabe, diesen gewissen Funken in Menschen zu entfachen. Auch in mir. Er war es, der mich dazu ermutigt hat, mein volles Potenzial zu entfalten. Und ich habe das Gefühl, dass er bei Steffi dasselbe tut. Und? Was halten Sie davon? So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich dachte, dass es mir gefallen würde. Aber Sie haben all meine Erwartungen übertroffen. Was? Meinen Sie das etwa ernst? Ich sage nie etwas, das ich nicht auch meine. Sie haben einen eigenen Stil entwickelt und ihm eine Forrester-Note gegeben. Ich habe mit Brio daran gearbeitet, um es dramatischer und frischer zu gestalten. Das ist Ihnen gelungen. Nur weiter so. Aber seien Sie gewarnt, Steffi, Sie werden Tag und Nacht nichts anderes mehr tun. Sie essen, schlafen, trinken und atmen Hollywood-Glamour. Also, haben Sie mich verstanden? Ja, natürlich. Gut, denn sonst würde ich Sie feuern. Und das meinen Sie auch so, hm? Oh ja. Aber ich gehe nicht davon aus, dass das passieren wird. Mit der Kampagne werde ich viel Geld machen. Mit Ihnen werde ich viel Geld machen. Das klingt großartig. Wenn mich letzte Woche jemand nach Ihnen gefragt hätte, hätte ich gesagt, dass Sie rücksichtslos und egoistisch sind. Aber nun sehe ich an Ihnen eine andere Seite. Sie sind tough. Aber auch wahnsinnig cool. Ich bin cool, hm? Ja, das sind Sie. Aber ich bin obercool. Ich bin eine obercoole junge Frau. Mit Grübchen. Und wer weiß, vielleicht sind Sie irgendwann auch so cool wie ich. Oh, das wäre mein größter Wunsch. Sandy, störe ich Sie gerade? Ist es okay, wenn ich Sie Sandy nenne? Oh, ja, aber natürlich. Nein, Sie stören mich überhaupt nicht. Wie war Ihr Name noch gleich? Ich bin Bridget Marone. Wenn es Ihnen gerade nicht so gut passt, kann ich Sie auch gern später wieder... Oh, nein, schon in Ordnung. Okay, ich möchte Sie nur nicht von Ihrem Yoga oder sonst irgendwas abhalten. Meinem was? Oh, nein, mein Yoga, nein, das habe ich heute früh schon bei Sonnenaufgang gemacht. Ich kann mir vorstellen, dass Sie überrascht sind, dass ich Sie selbst anrufe, aber Andrea hatte einen Notfall in ihrer Familie und deswegen hat sie mir ihre Nummer gegeben. Ja, und sag ihr noch, dass wir ihre Unterlagen bekommen. Es ist uns wirklich sehr wichtig, dass wir die richtige Leihmutter finden. Ja,
Und nachdem wir ihre Unterlagen gelesen haben, sind mein Mann und ich davon überzeugt, dass wir mit ihnen die richtige Wahl getroffen haben. Ja, das ist eine Wahnsinnsverantwortung. Aber ich bin bereit, den Uterus in Betrieb zu nehmen. Okay, wissen Sie, nach dem, was ich über Sie gelesen habe, es ist irgendwie lustig. Wir haben ja so viele Gemeinsamkeiten. Sie scheinen nur die gesündere Ausführung von mir zu sein. Meinen Sie? Ja, ich versuche es. In Ordnung? Aber ja, na klar doch. Ich habe ein richtig gutes Gefühl, was uns beide betrifft. Verstehen Sie? Manchmal fügt sich auf einmal alles so, wie es sein soll. Ich glaube, dass das kein Zufall ist, sondern dass das Schicksal uns zusammengebracht hat. Sollen wir uns mal treffen, um uns kennenzulernen? Ja, ja, unbedingt. Wie wäre es mit heute Nachmittag? Geben Sie mir Ihre Adresse. Okay, ich sehe mal schnell nach. Eine Sekunde. Heute Nachmittag. Das passt großartig. Dann bis später. Eines Tages werde ich genauso cool sein wie Sie, ja? Ja, klar, wenn Sie sich genügend anstrengen. Wie Sie selbst gesagt haben, Sturheit und harte Arbeit. Stimmt, genau. Ich kann es ehrlich gesagt nicht fassen, dass wir eine solche Unterhaltung führen. Weil ich Ihr Boss bin? Ja, genau, weil Sie mein Boss sind. Naja, aber Sie wirken nicht wie Bill Spencer, König des Bösen, dem Hörner aus dem Kopf wachsen oder sowas. Tja, wissen Sie, es gibt die Bösen und dann gibt es noch die Superbösen. Und ich stehe sehr gern auf beiden Seiten. Klingt kompliziert. Gut. So bleiben meine Gegner im Ungewissen. Das merke ich mir. Ja, das befürchte ich auch. Ich hoffe, ich mache einen guten Eindruck auf Sie. Dann sprich nicht mit vollem Mund und gähne nicht, wenn sie redet. Ja, genau. Ich meine, diese Sandy Summers könnte vielleicht unser Baby in den nächsten 9 Monaten austragen. Daraus entsteht vielleicht eine interessante Beziehung. Das Wichtigste dabei ist, dass wir sie mögen, nichts weiter. Genau. Und ich hoffe, dass sie uns auch sympathisch findet. Laut Lebenslauf könnte sie fast eine Zwillingsschwester sein. Yoga, gesundes Essen aus dem Bioladen. Ich wüsste nicht, warum... Okay, ich gehe schon. Du machst auf, alles klar. Hi! Hey, Sandy Summers. Hi, Sandy. Ich bin Bridget Marone. Und das ist mein Mann Nick. Hallo, Sandy. Hallo. Kann ich Ihnen was anbieten? Wasser, Kaffee oder was anderes? Nein, danke. Nichts. Okay. Nehmen Sie Platz. Bitte. Ich schlage vor, wir plaudern erst mal ein bisschen, um einander kennenzulernen und zu klären, ob die Vereinbarung für alle akzeptabel ist. Wer hätte das gedacht? Was? Dass man trotz der Umstände genügend inspiriert wird, um das hier zu schaffen. Dann wird es also vielleicht doch funktionieren. Ich glaube, alles in der Welt kann funktionieren, solange ich in deiner Nähe bin. Oh, eigentlich war ein Meeting angesetzt, oder? Ja. Oh, ich schaff's nicht, ich bin völlig überlastet. Nur keine Panik. Was hast du alles zu tun? Vielleicht kann ich dir helfen. Hochzeitskram. Es gibt so viel zu tun. Ich verstehe, du feierst ja bald Hochzeit. Ja, und ich habe noch eine ganze Liste von Dingen, die ich erledigen muss. Und die Suche nach einem Hochzeitskleid macht mich ganz verrückt. Okay, und woran liegt es? Mir gefällt nichts. Und mir läuft langsam die Zeit davon. Schatz, keine Panik. Wir finden schon was für dich. Ich kann ja auch in Trainingshose und T-Shirt gehen. Was soll ich denn bloß machen? Vielleicht, ja, aber nur vielleicht, kann ich dir helfen. Die sind hervorragend, Steffi. Gute Arbeit, weiter so. Was ist? Ich warte immer noch darauf, dass irgendwas passiert. Ich meine, dieser Ruf, der ihnen vorauseilt. Ich sehe das nicht so.
Kommt noch. Wie würde Dad wohl reagieren, wenn er erfahren würde, dass Sie eigentlich ein ganz anständiger Kerl sind? Erzählen Sie das nicht herum. Ich will doch meinen Ruf nicht verlieren. Wieso haben Sie denn meine Familie rausgekauft? Das Kapitel soll als Plattform dienen, um die Firma auf einen neuen Level zu bringen. Und weil Sie einen Riesenprofit machen wollen. Profit ist nichts Negatives. Profit ist eine tolle Motivation. Sie wissen ganz bestimmt, wie all die anderen darüber denken, dass ich irgendwelche Hintergedanken habe, die einem teuflischen Plan zugrunde liegen. Soll mir recht sein. Ist Ihnen denn alles egal? Irgendwie macht es Sie doch einsam, zum Außenseiter. Das ist keine schlechte Position. Ich kenne sowas nicht. Ich bin eine Forrester. Ich war immer in den besten Clubs. Auf den richtigen Schulen, hab die richtigen Leute mit der richtigen Herkunft getroffen. Und wissen Sie was? Die waren nicht unbedingt klüger oder viel interessanter. Ehrlich gesagt, viele von denen waren total langweilig. Aber Sie sind anders. Wie Sie schon sagten, ich bin cool, stimmt's? Wenn Sie konsequent sind. Aber egal, was Sie tun, ändern Sie sich nicht. Die Gefahr besteht wirklich nicht. Waren Sie jemals auf der Suche nach Anerkennung? Ich praktiziere Bikram-Yoga. Wirklich? Mhm. Wow, das ist ziemlich anstrengend, oder? Ich mache nur Hatha-Yoga. Mir gefällt dieses Gefühl, wenn man die einzelnen Positionen länger hält. Es ist wie eine Reinigung. Aber wenn ich schwanger bin, dann mache ich wieder Hatha. Das wäre bestimmt sinnvoll. Und Sie ernähren sich vegan? Habe ich mal. Aber ich esse auch wieder tierisches Eiweiß, seit ich mich entschieden habe, Leihmutter zu werden. Oh. Vor allem Fisch. Aber ich vermeide Edelfische wegen des Quecksilbers. Ich habe keine weiteren Fragen mehr. Und Sie haben auch meine beantwortet. Gut. Und du, Schatz? Eigentlich habe ich nur eine Frage an Sie. Aus welcher Motivation heraus tun Sie das? Ich will ehrlich sein, mir kommt das Geld auch ganz gelegen. Die Rezession hat mich ziemlich getroffen. Aber Leihmutter zu werden, habe ich schon lange Zeit vorher entschieden. Ich liebe Kinder. Sehr sogar. Und ich bin auch in vielen Gruppen tätig, die sich für Kinder einsetzen. Das ist großartig. Es gibt keinen Mann in meinem Leben. Und die Vorstellung, einem kinderlosen Ehepaar ein Kind zu gebären, ist... Es klingt vielleicht albern, aber das gibt meinem Leben einen tieferen Sinn und das gefällt mir irgendwie. Ja, mir gefällt das auch. Du würdest mir dabei helfen, ein Hochzeitskleid zu finden? Möchtest du das denn? Ja, das wäre wirklich toll, aber ich... Warum sollte ein Kerl wie ich jemandem wie dir helfen wollen? Die Stimmung zwischen uns war ein wenig angespannt. Er ist Experte. Lehn ja nicht ab, wenn er seine Hilfe anbietet. Vielleicht kannst du mir deine Meinung zu den Kleidern sagen, die in der engeren Wahl sind. Warte hier. Ich habe noch nie einen Gedanken daran verschwendet, ob mir jemand Anerkennung schenkt. Sie haben sicher eine gute Erziehung genossen. Das ist fraglich. Ich hatte so meine Probleme. Ja, ich hatte auch so einige. Aber Sie hatten auch gute Vorbilder. Interessant. Was? Klingt fast so, als würden Sie meine Eltern respektieren und meine Großeltern. Das tue ich. Sonst hätte ich Ihnen nicht diesen PR-Posten angeboten. Da muss man viel Verantwortung übernehmen. Aber ich traue es Ihnen zu. Zum Teil auch aufgrund Ihrer Erziehung. Das ist fast ein wenig einschüchternd. Sollte es aber nicht sein. Dasselbe denke ich über Katie. Deshalb ist sie Geschäftsführerin. War das, nachdem Sie sich in sie verliebt hatten? Nein. Sehen Sie, Sie und Katie haben zum Teil die gleichen Qualitäten. Den Wunsch, Erfolg zu haben und die Bereitschaft, ihn durch Arbeit zu erreichen. Und Sie sind beide sehr talentiert. Aber kennt Katie Sie denn? Ich meine, kennt sie sie wirklich? Fragen Sie Katie. Vermutlich würde sie Nein sagen, weil niemand Bill Spencer wirklich kennt. Ich bin natürlich kein offenes Buch, wenn Sie das meinen. Das kann ich mir bei Ihnen auch nicht vorstellen. Aber ich bin ein guter Menschenkenner.
Katie hat nur jemanden gebraucht, der ihr großes Talent erkennt und ihr die Chance gibt, zu glänzen. Und das habe ich getan. Wenn ich an jemanden glaube, bekommt er meine volle Unterstützung. Und das gilt auch für Sie, Steffi. Sie haben jemanden, der an Sie glaubt. Mich. Ich habe ein paar Kleider markiert, die mir gefallen könnten. Wirklich nett von Rich, dass er mir dabei helfen will. Wusstest du davon? Nein, ich hatte keine Ahnung. Ich weiß, ihm wird keins davon gefallen. Ich finde sie auch nicht besonders toll. Irgendeins wird er sicher finden. Das ist doch ganz nett. Das kannst du gleich wieder weglegen. Du wirst dir kein Kleid aus dem Katalog aussuchen. Du wirst das hier tragen. Was ist das? Ein Hochzeitskleid. Für dich. Du hast für mich ein Hochzeitskleid entworfen? Ja, genau. Ich weiß, dass Bill dich darum gebeten hat. Und ich konnte auch sehr gut verstehen, dass du dich geweigert hast. Ich habe es nicht getan, weil Bill mich darum gebeten hat. Ich habe es für Brooke getan. Du bist die Schwester meiner Frau. Und ich weiß, dass sie es sich wünscht. Probier es an. Ich hoffe, dir gefällt's. Danke. Also, du erstaunst mich doch immer wieder. Tja. Sie sind echt ganz anders, als ich erwartet habe. Das sind die meisten, wenn man sie erst näher kennenlernt. Aber wie Sie gesagt haben, wer kennt schon Bill Spencer? Dieses Schwert da. Offenbar tragen Sie das immer. Tu ich. Darf ich es sehen? Symbolisiert es etwas? Es stellt gewissermaßen das dar, was ich bin, wie ich mich sehe. Gib niemals auf. Kapituliere nie. Wenn ich mir ein Ziel setze, erreiche ich es auch. Niemand kann mich aufhalten. Wenn ich kämpfen muss, kämpfe ich. Dafür steht dieses Schwert. Also, was meinst du? Ich bin beeindruckt. An ihr ist nichts auszusetzen. Genau, finde ich auch. Ihr polizeiliches Führungszeugnis ist makellos. Sie scheint fit zu sein und auf ihre Gesundheit zu achten. Sie ist liebevoll und nett und was am allerwichtigsten ist, ich habe mich sofort mit ihr verstanden. Sie kommt mir etwas nervös vor. Aber Schatz, das ist doch verständlich. Wer wäre das nicht? Das ist eine wichtige Entscheidung, Leihmutter zu werden und das Kind einer anderen Frau auszutragen. Aber doch auch für uns. Okay, das ist wahr. Denkst du, wir sollten uns noch andere Kandidatinnen ansehen? Ich find's nicht gut, nur eine einzige kennenzulernen. Na schön, es wäre vielleicht ganz vernünftig, noch weitere kennenzulernen. Warum habe ich das Gefühl, dass du das im Grunde gar nicht willst? Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass wir jemanden kennenlernen, der geeigneter ist als sie. Wir sind uns irgendwie so ähnlich und wenn ich mir eine Freundin suchen würde und keine Leihmutter, würde ich vermutlich sie wählen. Aber Schatz, das ist nicht der Punkt. Du suchst nun mal keine Freundin. Okay, du hast ja recht. Tut mir leid, wir werden uns noch weitere ansehen. Okay. Ich liebe dich. Ich hol sie mal rein. Okay. Okay. Sandy. Bitte, nehmen Sie Platz. Wir möchten Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie heute zu diesem Gespräch gekommen sind. Wir haben uns sehr gefreut und wir sind auch sehr beeindruckt von Ihnen. Sehr. Naja, ich bin von Ihnen beiden genauso beeindruckt und es wäre mir eine große Ehre, Ihr Baby auszutragen. Als ich beschlossen habe, Leihmutter zu werden, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mit den ersten beiden Menschen, die ich treffe, so viel gemeinsam habe. Wir uns auch nicht.
was unsere Entscheidung auch beeinflusst. Verstehen Sie, wir finden beide, dass Sie eine großartige Kandidatin sind, auf der Suche nach einer Leihmutter. Und es ist durchaus möglich, dass wir beide uns für Sie entscheiden werden. Absolut möglich. Ja, Sandy, Sie haben erstaunliche Qualitäten, dass Sie auf Ihre Gesundheit achten. Ja, Ihre Lebensweise, das ist genau das, was wir uns vorstellen. Aber Sie verstehen sicher, dass dies eine enorm wichtige Entscheidung ist. Und deswegen brauchen wir noch ein wenig... Okay, darf ich noch etwas sagen, bevor Sie Ihre Entscheidung treffen? Bitte. Klar. Ich weiß, dass ich vermutlich etwas nervös gewirkt habe bei unserem Gespräch. Ich habe letzte Nacht nicht besonders viel geschlafen. Ein Kind auf diese Welt zu bringen, ist eine gewaltige Entscheidung. Und auch eine enorme Verantwortung. Ich weiß wirklich nicht, was ich tun würde, wenn ich für zwei Menschen Leihmutter werden würde, die sich einfach nicht als so toll erweisen würden. Und ich bin mir ganz sicher, dass mir das bei Ihnen bestimmt nicht passiert. Also ich denke, dass es Menschen in Ihrer Lage oft gar nicht klar ist, dass eine Leihmutter damit leben muss, was sie tut. Also einfach ist das nicht. Schon der Gedanke, ein Kind auf die Welt zu bringen, das vielleicht vernachlässigt oder sogar missbraucht wird. Mein Gott, ich weiß wirklich nicht, was ich dann tun würde. Also eigentlich will ich damit nur sagen, dass ich Sie großartig finde. Ich finde Sie wirklich toll und es wäre für mich eine echte Erfüllung, Ihnen zu helfen, den Traum zu verwirklichen. Und ich weiß, dass ich diese Entscheidung niemals bereuen werde, denn es wird bestimmt ein sehr, sehr glückliches Baby. So, tut mir leid, ich konnte es nicht für mich behalten, weil es furchtbar wichtig für mich ist, dass ich die richtigen Eltern aussuche für mein Baby, das ich für Sie auf die Welt bringe. Und ich weiß, dass Sie die richtigen Eltern sind. Also, ich weiß, Sie wollen bestimmt noch andere Frauen kennenlernen. Deshalb lasse ich Sie jetzt in Ruhe. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Das war mir wichtig. Ich wünsche Ihnen Glück. Sandy, bitte. Sandy, warten Sie. Tut mir leid, einen Augenblick noch. Müssen wir uns wirklich noch andere Frauen ansehen? Schon okay. Ich möchte, dass Sie sich absolut wohlfühlen mit Ihrer Entscheidung. Aber das ist der Fall. Wir fühlen uns sehr wohl damit. Und wie darf ich das bitte verstehen? Das heißt dann wohl, wir haben unsere Leihmutter gefunden. Oh, ich danke Ihnen vielmals. Vielen herzlichen Dank. Wir danken Ihnen, Sandy. Vielen Dank. Nein, ich danke Ihnen. Mein Gott, ich glaube, uns steht ein ganz wundervolles Abenteuer bevor. Danke, Schatz. Oh Gott, ich danke dir so sehr. Und? Es ist wunderschön. Es gefällt dir? Ich find's toll. Ich hätte nie gedacht, dass du das für mich tun würdest. Das macht eine gute Familie aus, Katie. Dass sie Feindseligkeiten hinter sich lässt und fest zusammensteht. Ich weiß, das ist dir sicher nicht leicht gefallen. Aber deine Liebe zu meiner Schwester und deine Loyalität zur Familie waren stärker. Das werde ich dir nie vergessen. Ich danke dir so sehr. Ich liebe es. Gib niemals auf. Kapituliere nie. Entschlossenheit ist der Schlüssel, um seine Ziele im Leben zu erreichen. Ich dachte immer, ich hätte diese Eigenschaft. Aber Sie bringen es mir auf einem höheren Level bei. Nein, ich habe Ihnen nur eine Chance gegeben. Jetzt liegt es an Ihnen. Ich weiß, Sie werden gute Arbeit abliefern. Das habe ich gesehen, als Sie heute das Fotoshooting geleitet haben. Sie waren bereit, Risiken einzugehen und das Kommando zu übernehmen. Es ist doch wichtig, Risiken einzugehen, oder? Wenn man weiß, was man will. Manchmal ist es sogar das Allerwichtigste. Denn wer nichts wagt, der nichts gewinnt. Ich möchte Ihnen beweisen, dass Sie recht mit mir hatten. Und das hier ist ein guter Anfang. Das? Das ist nur ein winziger Anfang. Ich möchte zu Ihrer absolut größten Erfolgsstory werden. Das habe ich noch nie jemandem gesagt. Ich bin noch nie von jemandem so inspiriert worden wie von Ihnen. Ich möchte mich einbringen. Forrester Creations mitprägen. Ich möchte Sie in die Firma verwandeln, die wir beide uns vorstellen.
Ich möchte sie stolz machen und ich werde sie stolz machen, das verspreche ich Ihnen. Okay? Ich verspreche es Ihnen. Steffi. Nein. Ich bin froh, dass du beschlossen hast, zu bleiben. Ich bin Profi. Ich gebe niemals auf. Ich auch nicht. Hör zu. Also, was immer hier auch gerade vorgehen mag, Justin, ich bin verheiratet. Ich will meinen Mann nicht enttäuschen. Könnten wir uns bitte auf die Arbeit konzentrieren? Okay? Gut. Wir könnten es natürlich auch dort drüben hinstellen. Versuchen wir es. Also, ich sehe, nach meiner ersten Sendung sind die Zuschauerzahlen gesunken. Wie gewinnen wir sie zurück? Nur zwei Worte. Pam Douglas. Warum sollte irgendjemand daran interessiert sein, was sie zu sagen hat? Ich denke eher daran, was sie getan hat. An den Tanz, den sie nach der Show hingelegt hat. Sie nennen ihn den Catwalk. Du kannst sie auch im Internet bewundern. Er wurde schon über 1 Million Mal angeklickt. Catwalk ist eine heiße Nummer. Oh, warten Sie. Wenn Sie das hier machen, sind das dann Ohren oder Krallen? Katzenohren. Wissen Sie was? Gestern Abend war ich in einem Club in West Hollywood und alle haben dort über ihren Catwalk geredet. Nein. Sehen Sie mal, wie oft sie angeklickt werden. Sie sind echt heiß. Ich glaub's einfach nicht. Ich habe doch nur einen kleinen Tanz erfunden und jetzt ist er überall im Internet zu sehen. Das war doch nur eine Schnapsidee, so ähnlich wie meine Häkel-Bikinis damals. Sie sind ein wahrer Trendsetter. Total hip, Schwester. Miau, miau! In dem Vertrag steht, dass Sie sich verpflichten, regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen zu gehen, die wir natürlich bezahlen. Wir sind immer für Sie da. Bei Ihren Arztterminen oder wenn Sie irgendetwas brauchen. Ja. Danke. Außerdem steht hier das Honorar für Ihre Dienste. Darüber waren wir uns ja einig. Auf 6 Seiten stehen die Klauseln, die festlegen, dass Sie jegliche Rechte an dem Kind nach dessen Geburt abgeben. Mhm. Andrea hat das bereits diverse Male mit mir genau durchgesprochen. Okay. Tut mir leid, dass wir den juristischen Blödsinn brauchen. Schon okay, das war zu erwarten. Tja, anscheinend bleibt uns da nur noch eins zu tun. Es offiziell zu machen. Nach dir, Schatz. Danke. Es wird tatsächlich wahr. Wir tun es tatsächlich. Wir bekommen ein Baby. Ja. Es tut mir so schrecklich leid. Das hätte ich nicht tun dürfen. Ich weiß schon nicht, was gut, ich mir dabei Steffi, gedacht Steffi, habe. Steffi, machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Sie sind mein Boss. Ich habe mich total daneben benommen und was noch schlimmer ist, Sie werden bald Katie heiraten. Okay, hören Sie zu. Es ist passiert, es ist vorbei. Kein Problem. Es tut mir leid, ich muss los. Also das ist zwar meine Show, aber alle reden nur von Pam. Also ihr zwei zusammen, ihr seid wirklich ein unglaublicher Hit. Vielleicht sollten wir Pam an Bord holen. Auf Dauer? Ja. Nein,
Nein, Spencer Publications besitzt Forrester Creations. Pam arbeitet für JKM. Warum die Konkurrenz dazu holen, möchte ich wissen. Wegen der Quoten. Ich würde auch einen Außerirdischen nehmen, wenn er uns Quoten bringt. Und so geht die Show dahin. Man braucht Zuschauer, um was zu promoten. Rufst du sie an oder soll ich es tun? Ich mache es. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, sie dazu zu überreden. Sie ist geradezu versessen auf sowas. Schön. Also dann. Miau. Eins, zwei, drei. Miau. Okay, das ist wie... Miau. Das ist Moment. Wie... das habe ich schon ja, mal gesehen. Das passt ja gerade. Es ist Donna. Halt, ich gehe ran. Ja. Sie wollen rangehen? Bonjour. Oh, tut mir leid, ich habe mich wohl verwählt. Ich wollte Pam Douglas sprechen. Mrs. Douglas ist im Augenblick verhindert. Wer spricht da bitte sehr? Hier, Donna Forrester. Und wer sind Sie? Ich bin Ihr Agent. Pam hat einen Agenten. Sag ihr, dass Sie ins Studio kommen sollen. Na los, worauf wartest du? Oh, okay, würden Sie ihr bitte eine Nachricht von mir übermitteln? Bitte sagen Sie ihr, dass sie so schnell wie möglich bei Spencer Publications erwartet wird. Oh mein Gott! Ich muss erst nachsehen, ob meine Klientin noch einen Termin frei hat. Sie sind doch Sergei, der Hochzeitsplaner, richtig? Schrägstrich Pams neuer Agent. Sie wollen mich verkohlen, stimmt's? 1.600.000 Klicks in so kurzer Zeit, da macht man keine Witze, Schwester. Ich werde alles mit meiner Klientin besprechen und sehen, ob sie Zeit für sie hat. Oh. Oh. Tolle Neuigkeiten, Bridget. Die Ultraschalluntersuchung ihrer Eierstöcke zeigt, dass der Zeitpunkt ideal ist, um mit der Eisprungförderung anzufangen. Und was ist mit den Blutwerten? Ihre Östrogenwerte sind genau so, wie wir sie haben wollen. Ein Glück. Wir können heute mit den Injektionen anfangen. Ist das nicht fantastisch, Nick? Ach, ich danke Ihnen. Wir werden ein Baby bekommen. Wir werden ein eigenes Kind haben. Wow, dein schneller Elektrowagen ist kaum zu hören. Okay, warum wolltest du dich mit mir hier draußen treffen? Ich dachte, du solltest dir vielleicht auch mal eine weniger reiche Gegend ansehen. Okay, so sieht sie also aus. Mhm. Ja. Nice. es ist New York, ich muss rangehen. Nein, ich übernehme das. Hi, tut mir leid, Mr. Spencer ist im Augenblick leider nicht zu sprechen. Er ruft sie aber gern zurück, vielen Dank. Ich konfisziere dein Telefon. Wir haben Wichtigeres zu tun. Wir müssen eine Hochzeit planen. Nur tun. Was denkt er jetzt bloß von mir? Konzentrier dich, Steffi, konzentrier dich. Ich muss mich konzentrieren, ich muss mich konzentrieren. Hey, Steffi. Brooke, hey. Arbeitest du an der Glamour-Kampagne? Ja, ich versuch's jedenfalls. Ich wollte dir nur sagen, dass du beim Fotoshooting richtig professionell warst. Dein Vater ist sehr stolz auf dich. Und Katie weiß es zu schätzen, was du da auf die Beine gestellt hast. Brooke, apropos Katie, ich würde ihr gern die Druckfahnen zeigen. Schön, die würde sie sich bestimmt auch gern ansehen. Aber sie ist sehr beschäftigt. Sie plant ihre Hochzeit mit Bill. Bis später. Bis dann. Ich habe dich hergebeten, weil ich dir etwas zeigen wollte. Okay. Tada! Du meinst diese Gegend hier? Mhm. Aber es ist nicht nur irgendeine Gegend. In dem Haus bin ich groß geworden. Wow, ich finde es schön, dass du mir das alles zeigst, aber ich verstehe nicht ganz, was das mit unserer Hochzeit zu tun hat. Es hat sehr viel mit unserer Hochzeit zu tun. Und damit, wie ich mir die perfekte Hochzeit für uns beide vorstelle. Das müsste noch mal kontrolliert werden.
Ja, ich nehme das gleich mit. Aber sonst sieht alles ganz gut aus. Donna? Sergei? Mrs. Douglas, Agent. Justin Barber, Produzent. Enchanté. Und? Was können wir für Sie tun? Ich möchte Pam anbieten, Catwalk gemeinsam mit Donna zu moderieren. Ich würde gerne mit Ihnen über die Gage sprechen. Ich mache es bestimmt nicht für läppische 60 Dollar wie das letzte Mal, Mr. Barber, damit wir beide uns da nicht missverstehen. Und sie wird ihre eigene elegante Garderobe brauchen. Vorzugsweise mit einem großen Bärenfell in der Mitte. Und einer eingerichteten Küche. Damit ich zwischendurch backen kann in den Pausen. Stressabbau. Sie braucht eine eigene Hairstylistin und Visagistin. Und Donna, am Set keinen Honig. Das wäre für mich inakzeptabel. Und nach jeder Show führt sie den Tanz auf. Und ich hätte gern für mein Backen einen extra Beitrag, ja. Mr. Barber. Ja, sie wird die nächste Star-Fernsehköchin. Okay, das geht jetzt wirklich zu weit, verstehen Sie? In der Show geht es um Mode, nicht um dämliche Zitronenschnitten. Ich sehe uns nicht in der Lage, all Ihre Forderungen zu erfüllen, aber wir werden uns bestimmt einig. Offensichtlich nicht. Pamela? Ja? Gehen wir zu Barneys, bevor sie schließen. Okay. Warten Sie. Warten Sie. Möchten Sie mir vielleicht noch irgendein weiteres Angebot machen, Donna? Was ist? Wir warten. Wissen Sie, es ist wirklich schön, einen Mann zu erleben, der so verrückt nach seiner Frau ist. Bridget und Jack sind für mich die wichtigsten Menschen und wir freuen uns darauf, dass wir unsere kleine Familie vergrößern können. Das haben wir uns gewünscht. Wir hatten eine kleine Tochter, aber sie hat es nicht geschafft. Aber diesmal wird es funktionieren. Es wird für uns alle perfekt laufen, das werden Sie sehen. Wie Bridget sagte, es musste wohl so sein. Ich denke, dass das gute Karma von Bridget uns hilft. Sie scheinen inzwischen alles über uns zu wissen. Und nun erzählen Sie doch etwas über sich. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, na schön, Pam. Ich gebe Ihnen die beste Garderobe. Aber Sie kriegen weder eine Küche noch ein Bärenfell. Krieg ich wenigstens eine Mikrowelle? Ja, eine Mikrowelle geht klar. Und mein Beitrag übers Backen? Einmal im Monat. Zweimal im Monat. Na gut. Darf ich das so verstehen, dass wir uns einig sind? Umarmt euch, Ladies. Und Action mit den Pfoten, mit den Klauen. Komm, sehr gut. Du, miau. Du, miau. Mit den Pfoten, mit den Klauen. Miau. Du bist toll, du bist so toll. Miau. Also, wie sieht Ihr Leben aus, im Großen und Ganzen? Manchmal läuft's schlecht, manchmal läuft's gut. Meistens gut. Okay. Haben Sie eine Familie, die Ihnen nahesteht? Oder einen Freund? Nein, ich bin auf mich allein gestellt. Wissen Sie, meine Geschichte ist nicht besonders interessant. Aber ich bin sehr gesund und was das Allerwichtigste ist, ich werde Ihnen das Kind schenken, das Sie sich wünschen. Hey. Hey, wie ist es gelaufen? Es ging schnell, aber schmerzhaft. Oh, das tut mir leid. Aber das war es natürlich wert. Freut mich, dass ihr die Zeit nutzen konntet, um euch inzwischen ein wenig näher kennenzulernen. Und Sandy, ich hoffe wirklich, dass Sie wissen, wie dankbar wir Ihnen für das sind, was Sie heute für uns tun. Sie machen Nick und mir das größte Geschenk, das wir uns kaum zu erhoffen gewagt haben. Dank Ihrer Selbstlosigkeit werden wir ein Baby kriegen. Und dank Ihrer Großzügigkeit. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen je genug dafür danken kann.
Bill, hier ist Steffi. Ich würde gern mit Ihnen reden, und zwar bald. Könnten Sie mich bitte so schnell wie möglich zurückrufen? Danke, bis dann. Ich weiß, die Gegend ist nichts Besonderes, aber ich verbinde viele Erinnerungen damit. Es ist ruhig hier. Friedlich. Ja. Storm hat mir hier Radfahren beigebracht. Er ist geduldig stundenlang neben mir hergelaufen und hat darauf geachtet, dass ich nicht runterfalle. Am Ende des Sommers konnte ich es dann. Klingt, als hättest du eine typisch amerikanische Kindheit hinter dir. Wir haben uns auch gestritten. Aber egal, wie heftig es war, wir waren immer füreinander da. Komm, ich zeig dir was. Der kleine Park hier gehört zu meinen Lieblingsplätzen. Als ich klein war, saß ich stundenlang hinter diesem Fenster, habe auf den Park geblickt und mir überlegt, wie mein Leben wohl sein würde. Deshalb hast du mich hergebracht. Ich möchte, dass du mich kennst, Bill. Mein wahres Ich. Und viel davon ist mit diesem Ort hier verbunden. Und es würde mir unglaublich viel bedeuten, wenn wir hier heiraten. In diesem Park? Ja. Dieser Ort ist für mich was ganz Besonderes. Ich war ein einsames Kind. Ich war so schüchtern und habe mich in meiner Haut total unwohl gefühlt. Ich saß am Fenster und habe gesehen, wie meine Schwestern mit ihren Freunden und Freundinnen ausgegangen sind, und ich wäre so gern wie sie gewesen. Ich wollte einfach nur jemand anderes sein. Deine Kindheit klingt aber ziemlich deprimierend. Ja, das war sie auch. Aber sie macht einen großen Teil dessen aus, was ich heute bin. Ich bin nicht mehr dieses einsame kleine Mädchen. Jetzt bin ich die Frau, in die du dich verliebt hast und die du heiraten willst. Und mein Wunsch ist es, dass sich dieser Kreis hier schließt. Also, was meinst du? Willst du mich hier heiraten? Im Park? Was hältst du davon? Tja, das ist natürlich weit entfernt von allem, was ich erwartet hatte. Oder von dem, was andere von mir erwarten. Aber das ist doch genau das, was dich ausmacht, oder? Dass du was Unerwartetes tust, anders bist, in keine Schublade passt, Abenteuer einliest. Da setzt aber jemand alles daran, mich zu manipulieren. Ich bemühe mich. Sag ja. Ich verspreche dir, es wird die schönste Hochzeit, die du je erlebt hast. Es ist mir egal, wo wir beide heiraten. Ob im Park oder auf meiner Yacht. Obwohl ich die Yacht bevorzugen würde. Solange ich in diese wunderschönen blauen Augen sehe, geht es mir gut. Mrs. Bill Spencer, der Tag ist gekommen. Und ich kann mich echt glücklich schätzen. Danke, dass Sie gekommen sind. Ich hab's mir lange überlegt. Aber Sie klangen sehr aufgewühlt. Also, was ist so wichtig, dass Sie mir am Tag vor meiner Hochzeit diesen langen Weg zumuten? Hören Sie, ich wollte noch mal über diesen Kuss sprechen. Ich bin deswegen schon total fertig. Und wenn irgendjemand davon erfährt, die Logans, die Forresters, dann es gibt es Probleme. Es wird aber niemand erfahren. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Sie reagieren völlig übersteigert. Es war nur ein Kuss. Es ist vorbei. Als wäre es nie geschehen. Wahrscheinlich ist das in Ihrem Alter so eine Art mittelschwere Katastrophe oder so. Von meiner Warte aus war das keine große Sache. Machen Sie sich keine Sorgen. Niemand wird je erfahren, dass Sie mich geküsst haben. Sie denken wahrscheinlich, ich bin verrückt, weil ich Sie am Abend vor Ihrer Hochzeit hierher bitte. Der Gedanke ist mir gekommen. Aber ich verstehe es. Sie sind jung, sind zu weit gegangen und fühlen sich mies. Ja, ich fühle mich miserabel. Es ist nichts passiert.
Sie sind mein Boss. Ich habe sie geküsst. Sie heiraten morgen. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Steffi, hören Sie auf. Als Sie mich geküsst haben, war ich noch nicht verheiratet. Tick, tack, tick, tack. Hör mal, die Zeit vergeht. Ich habe meinen Teil zur Babyproduktion beigetragen. Jetzt bist du dran, mein holder Ehemann. Du weißt doch, wie es geht, oder? Ich erinnere mich. Okay, dann fang mal an. Gib mir eine Sekunde. Lieber eine Minute. Da. Ich glaube, was du jetzt eher brauchst, ist ein bisschen Hilfe. So ein perfektes Paar. Absolut glücklich. Na, fast perfekt. Sie haben alles. Sehen gut aus, haben Geld, sind berühmt. Ihnen fehlt nur noch eines und das brauchen Sie von mir. Es ist noch nicht geschehen. Sie haben noch nicht Ja gesagt. Aber Sie werden es tun, oder? Ja, selbstverständlich. Klar. Natürlich werden Sie das. Ich werde selbst nicht schlau aus meinem Gerede. Ich versuche es nur zu erklären. Das ist nicht nötig. Ich will nicht, dass Sie denken, dass dieser Kuss irgendwas bedeutet. Er hat nichts zu bedeuten. Nichts. Und er wird auch nichts ändern. Ich glaube, ich sollte Ihnen versprechen, dass es sich nicht auf Ihren Job auswirken wird. Sie haben gar nichts zu befürchten. Ich fühle mich bescheuert, weil ich Ihnen diesen weiten Weg zumute. Sie haben mich zu nichts gezwungen. Sie haben angerufen, waren ziemlich verwirrt. Und ich hielt ein persönliches Gespräch für nötig. Und das haben wir jetzt. Alles, was gesagt werden musste, wurde gesagt. Das Gespräch ist zu Ende. Ich muss nach Hause. Ich muss mich setzen. Meine Kollegin bereitet alles für die künstliche Befruchtung vor. Sie wird gleich hier sein. Großartig. Oh, eine Patientin. Tut mir leid, ich komme gleich wieder zu Ihnen. Entschuldigung. Bevor Sie gehen, noch eine Frage. Sie sind doch während der ganzen Prozedur dabei. Ich möchte nicht, dass jemand dazwischenfunkt und irgendwas mit unserem Baby vermasselt. Natürlich werde ich hier sein. Hallo? Bridget? Hey! Carl! Willkommen zurück. Ich habe gehört, Madame X war ein satter Erfolg. Ich mache nur ein kleines Späßchen. Sie sind jetzt Modedesignerin. Wow! Eine super Chance. Und jetzt ein Baby. Ja. Herzlichen Glückwunsch. So, Sie tun's also hier. Ja. Sie geben der alten Crew eine zweite Chance. Gut so. Ja. Also, Leute, keine Sorge. Ich werde genau aufpassen, damit es keine Verwechslungen gibt. Nein, das ist nicht nötig. Müssen Sie nicht. Bestimmt nicht. Das ist wahnsinnig nett. Ja, auf jeden Fall. Ganz genau. Das müssen Sie nicht. Nick und ich werden dabei sein, wenn die Eier befruchtet werden. Keine Sorge. Ja, gut, fein. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe mich gefreut, Sie wiederzusehen. Oh, Und nicht vergessen, Aufkleber überprüfen. Mach ich. Warten Sie. Was immer Sie auch sagen wollen, lassen Sie es. Ich will mich gar nicht nochmal entschuldigen. Das Erste, was Sie als PR-Chefin lernen müssen, ist zu wissen, wann es genug ist. Vielleicht habe ich übertrieben reagiert. Oder vielleicht bin ich auch egoistisch. Aber ich dachte, wenn ich Sie dazu kriege, hier oben mit mir zu reden, würde es mir besser gehen. Und ist es so? Nein, ich fühle mich noch mieser. Ich wüsste nicht, was ich noch tun könnte. Sie könnten aufhören, so nett zu sein. Hm,
Nett, ja? Habe ich noch nicht oft gehört. Ich weiß, Sie wollen nicht, dass ich mich schuldig fühle. Aber ich fühle mich schuldig. Verlobt sein heißt, Sie gehen eine Bindung ein. Und die sollte ich auch respektieren. Ich weiß einfach nicht, warum mir das immer wieder passiert. Was passiert Ihnen immer wieder? Steffi, was genau glauben Sie denn, was hier passiert ist? Sehen Sie mich bitte nicht so an. Wie denn? Es ist mir peinlich, okay? Steffi, ich habe alles gesagt, was ich zu sagen hatte. Das macht Ihnen überhaupt nicht zu schaffen? Es war nur ein winziger Kuss und ich bin ein großer Junge. Warum sollte es? Keine Sorge, es klappt. Ich muss Ihnen wohl keine Einzelheiten erklären. Sie sind mit dem Prozess vertraut. Ich hätte nichts gegen eine Auffrischung. Nick hat den Vorgang noch nie mit angesehen. Für uns ist das heute Routine. Da vergisst man leicht, dass vor 30 Jahren künstliche Befruchtung noch sowas wie ein Wunder war. Seit der ersten gelungenen künstlichen Befruchtung 1978 sind weltweit über 20.000 Babys durch künstliche Befruchtung geboren worden. Dann hoffen wir, dass wir zu den nächsten 20.000 gehören, die Erfolg haben, oder? Aber für uns beide wird es ein kleines Wunder bleiben, nicht wahr, Nick? Meine Kollegin ist fast soweit. Die reifen Eizellen sind in die Petrischale übertragen worden. Jetzt wird in jede Schale eine kleine Menge Sperma gegeben und dann werden die Schalen für 18 Stunden in einen Inkubator gestellt. Ja, und dann müssten wir Anzeichen für eine Befruchtung sehen. Nach 24 Stunden fangen die Zellen dann an, sich zu teilen und nach 48 Stunden kann der Embryo dann implantiert werden. Ach ja, Sandy, wir sollten ihr vielleicht sagen, dass wir fast soweit sind. Oh. Sie haben noch ein bisschen Zeit. Okay, danke. Hier, bitte. Danke, Schatz. Hallo? Hey, ich habe gerade an Sie gedacht. Oh, gut. Hey, ich habe nur ganz kurz Zeit, aber ich wollte Ihnen sagen, dass Nick und ich jetzt im Krankenhaus sind und der Befruchtungsprozess gerade anfängt. Oh, wow, es ist, als wären wir auf derselben Wellenlänge. Oh, gut. Wir möchten Ihnen das Gefühl geben, Teil des Prozesses zu sein. Und Dr. Caspary hat gesagt, dass wir Ihnen unser kleines Wunder in 2 Tagen anvertrauen können. In 2 Tagen? Oh, ich muss Schluss machen. Es geht gleich los. Viel Glück. In Ordnung, es kann losgehen. Das ist alles? Die Petrischale wandert in den Inkubator und das war's? Nein, nein, nein. Das ist erst der Anfang. Und dieses Mal
Dieses Mal wird es mit einem perfekten kleinen Wunder enden. Unserem kleinen Baby. Und allem Glück dieser Welt. Ich soll also glauben, dort, wo andere ein Herz haben, hätten Sie einen Taschenrechner? Eigentlich eher einen Bilanzbogen. Wenn ich Ihnen nicht wichtig wäre, wären Sie nicht hier. Ich hab doch gesagt, Sie wirkten total verwirrt. Mein Vater war das auch. Genau wie mein Großvater. Das hat Sie nicht davon abgehalten, die Firma zu kaufen. Aber das ist Business. Und das hier? Ich hab langsam das Gefühl, wir drehen uns im Kreis. Ich hab doch gesagt, Sie sollen's vergessen. Aber scheinbar wollen Sie, dass wir's ausdiskutieren. Nein, nein. Ich will nur, dass Sie mir schwören, dass keiner etwas davon erfährt. Schwören Sie's. Sie verstehen das nicht. Ich habe mich schon öfter mit den falschen Typen eingelassen. Sie haben sich nicht mit mir eingelassen. Es war nur ein Kuss. Sie wissen das. Aber wenn es irgendjemand herausfindet, Donna, Brooke, mein Dad oder Gott behüte Katie... Lassen Sie uns daraus keine große Sache machen, okay? Okay. Was ich vorhin gesagt habe, damit meinte ich nicht, dass wir was miteinander haben. Das war meine Schuld. Ich habe meinen Boss geküsst und weiß nicht, wieso. Ich mache Ihnen deswegen keinen Vorwurf. Es wurde ja kein Unheil angerichtet. Katie hat großes Glück gehabt. Ich hoffe, Sie werden eine lange, harmonische Beziehung führen. Werde ich. Machen Sie sich keine Sorgen. Ist gut. Okay. Ich habe eine Frage an dich. Was ist? Wieso bist du hier? Oh, ich bin nur hier, um... Ich bin zu aufgewühlt, um allein zu Hause rumzusitzen und zu warten. Aha. Wir könnten doch ins Krankenhaus fahren. Könnten wir? Aber klar doch. Wir könnten jetzt Sandy anrufen und ihr sagen, dass wir auf dem Weg sind. Auf dem Weg ins Krankenhaus? Ich... Liebling. Natürlich sind wir auf dem Weg, weil wir uns lieben. Wahnsinnig lieben. Weil wir ein Baby bekommen. Ein Baby? Na los. Wir rufen Sie von unterwegs aus an. Nick und Bridget brauchen mich. Sie zählen auf mich. Sie wollen ein Baby. Ich sollte auch mal was aus meinem Leben machen. Bescheuerten Tanz aufhören. Ja. Oh, kommen Sie, das ist doch so lustig. Donna, das war doch nur ein kleiner Spaß. Ich finde das lustig. Justin hat sie nicht eingestellt, um mich zu beleidigen, Pam. Nein, aber eure Feindschaft bringt uns ganz fantastische Einschaltquoten. Und weißt du, das ist es, was die Show witzig und spannend macht. Sehen Sie? Sie wissen nie, was ich als Nächstes sagen werde. Habe ich recht? Das ist unprofessionell, Justin. Diese Show heißt Catwalk und nicht Catfight. Pam geht manchmal ein bisschen zu weit, aber gerade deshalb haben wir so viel Erfolg. Um zu sehen, wie sie mich fertig macht? Nein, wie du damit klarkommst. Du bist geradezu genial, Donna. Was immer Pam auch zu dir sagt, du lächelst und bist einfach hinreißend. Und deshalb können die Menschen ihre Augen auch nicht von dir abwenden. Oh. Mach dir bitte keine Gedanken, Donna. Du bist wunderbar. Ich weiß das nicht. Das musst du mir glauben. Ich fasse es einfach nicht, dass Nick und Bridget schon bald zusammen ein Baby haben werden. Das ist, ich werde wieder Großmutter, Liebling. Oh, vielleicht sollten wir ihnen Blumen mit einer Karte schicken. Glaubst du, es gibt Karten für Embryoverpflanzungen? Ich halte das nicht aus. Ich will wissen, was los ist. Was ist denn los? Die Leihmutter von Bridget und Nick hat heute ihre Implantation. Das kann man auch charmanter sagen. Das hört sich bei dir irgendwie so klinisch an. Die Frau ist kein Brutkasten. Sandy Summers ist ein Engel. Hi. Hi. Schön, dass Sie gekommen sind. Aber wir sind noch nicht komplett. Haben Sie mit Sandy geredet? Ja, ich habe den Termin mit ihr abgesprochen. Okay, und wo ist sie dann?
Komm schon, jetzt entspann dich. Ja, aber was ist, wenn sie die Uhrzeit verwechselt hat? Ich meine, oh, Sandy, bin ich froh, dass Sie da sind. Komme ich zu spät? Na, wir sind wahrscheinlich zu früh dran. Ja, ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich bin noch nie im Leben so nervös und überglücklich gewesen und das alles gleichzeitig. Ich sollte aufgeregter sein als Sie beide. Also ich weiß nicht, ob Bridget Sie da beruhigen könnte. Ich bin ehrlich gesagt so aufgeregt, dass ich gleich durchdrehe. Und Ihnen geht es wahrscheinlich genauso. Kennen Sie schon Ihre Leihmutter? Nein, aber Nikki hat mir Ihre Unterlagen gezeigt. Und sie sieht zufällig genauso gut aus wie seine eigene Frau. Deshalb haben Sie sie doch nicht ausgesucht. Sie ist jung und sie ist gesund. Und Sie und Bridget haben sehr viele gemeinsame Interessen. Sie lieben beide das Meer und Yoga. Das wird für Sie von Vorteil sein in den nächsten 9 Monaten. Das scheint ja eine tolle Frau zu sein. Sie muss toll sein, nach dem, was diese Frau alles drauf hat. Ja, dazu muss man ein außergewöhnlich großzügiger Mensch sein. Nick und Bridget wünschen sich schon seit einer halben Ewigkeit ein Kind und jetzt werden sie eins bekommen. Und ich danke Gott für Sandy Summers. Sie brauchen dazu keine Narkose. Aber Sie können ein leichtes Beruhigungsmittel haben, wenn Sie möchten. Das wäre wirklich sehr, sehr nett. Es schadet auch nicht dem Baby. Nein, keine Angst. Gut. Ist das eine Nadel? Das ist nur eine Kanüle, keine Nadel. Ich werde mit dem Ultraschall durch den Gebärmutterhals diese Flüssigkeit in Ihre Gebärmutter platzieren. Tut das weh? Es ist vielleicht nur ein bisschen unangenehm. Ich muss das nur einmal machen, oder? Das hoffen wir. Das andere befruchtete Ei frieren wir ein, für den Fall, dass es mit diesem hier nichts wird. Das wird schon. Okay. Und wieso setzen wir nur eins ein? Von den 4 Eiern, die wir Bridget entnommen haben, sind nur 2 befruchtet. Wenn sie älter wären, würden wir beide einpflanzen, um die Erfolgschancen zu erhöhen. Wenn nicht, können wir die potenziellen Komplikationen einer Mehrlingsschwangerschaft vermeiden, indem wir nur 1 Embryo verwenden. Okay. Haben Sie noch weitere Fragen? Ja, wie lange wird es dauern? Die gesamte Embryoverpflanzung dauert 20 Minuten. Und danach müssen Sie unbedingt strikte Bettruhe halten. Und in ein paar Tagen machen wir dann wieder eine Ultraschalluntersuchung, um sicher zu sein, dass sich der Embryo in der Schleimhaut der Gebärmutter festgesetzt hat. Sind Sie soweit? Wir sind bei Ihnen und werden Sie unterstützen. Ich werde mich da hinten hinstellen. Ziehen Sie den Vorhang ein bisschen weiter zu, bitte. Was machst du denn hier? Ich habe versucht, dich auf dem Handy zu erreichen. Oh, das liegt noch in meiner Garderobe. Oh, ich verstehe. Hör zu. Mutter hat angerufen. Sie fliegt von Chicago hierher. Wieso? Ich habe gehofft, du wüsstest das. Was, hast du sie nicht gefragt? Natürlich habe ich sie gefragt. Sie wollte nichts sagen. Du musst sie auf der Stelle anrufen. Wieso denn? Wieso soll ich sie anrufen? Weil Mutter dieses Mal bei dir wohnt, falls sie wirklich kommen sollte. Okay, ich werde sie sofort anrufen. Ich rufe sie an. Oh, Stephanie, falls Sie Pam suchen, die war eben noch hier. Danke, Donna, aber ich habe gerade schon mit ihr gesprochen. Oh, okay. Aber hätten Sie vielleicht kurz für mich Zeit? Ja. Darf ich Sie etwas fragen? Natürlich. Eins verstehe ich nicht. Wieso machen Sie diese Show, obwohl Sie wissen, dass Eric sich darüber aufregt? Sandy, entspannen Sie sich. Wir fangen jetzt an. Oh, jetzt machen Sie sich keine Sorgen. Sie machen das toll. Ja.
Nee, okay. Darüber möchte ich hier nicht sprechen. Ah, wegen Justin? Nein, weil ich hier arbeite. Ich weiß, wer er ist. Er ist mein Produzent. Und außerdem Marcus' Vater. Finden Sie nicht, dass das hier unangebracht ist? Brooke arbeitet mit Eric zusammen und sie haben zwei Kinder. Das scheint niemand unangebracht zu finden. Sie waren lange verheiratet und haben ihre Kinder nicht zur Adoption freigegeben. Donna, das wird sehr große Probleme in ihrer Ehe verursachen. Wenn Sie wirklich clever sind, dann sollten Sie diesen Unsinn sein lassen, und zwar auf der Stelle. Ja, vielen Dank, Stephanie, dass Sie mich gewarnt haben. Ich würde die Warnung auch ernst nehmen, wenn sie nicht ausgerechnet von Ihnen käme. Sie würden doch vor Freude in die Luft hüpfen, wenn meine Ehe in Gefahr wäre. Nein, das war einmal. Sie verletzen Eric, da kann ich nicht zusehen. Hat der Mann nicht genug durchgemacht? Nicole zu verlieren, ist damals eine Riesentragödie in Nicks und Bridgets Leben gewesen. Das hat sie fertig gemacht. Dann hatte die arme Bridget auch noch eine Fehlgeburt und der Arzt sagte zu ihr, es wäre so gut wie unmöglich, dass sie jemals wieder ein Baby austragen könnte. Haben Sie es denn gar nicht mehr versucht? Oh nein, diese Idee mussten sie leider aufgeben. Und das muss sehr wehgetan haben. Aber dann hat mein süßer, übereifriger Mann angefangen, für uns nach Leihmüttern zu suchen. Und? Jetzt sehen Sie, was daraus geworden ist. Oh ja. Alles hat sich zum Besten gewendet. Diesmal gibt es keine Überraschung, nur ein kleines, süßes Baby, das das freche Grinsen von Nicky haben wird und Bridgets wunderschöne Augen. Sie ist überhaupt nicht aufgeregt. Nein, ganz und gar nicht. Oh, ich halte das nicht aus. Du würdest gern hinfahren, oder? Ja. Oh, ich hab's gewusst. Komm schon, lass uns gehen. Ich muss jetzt alle dahin. Ich bin schon unterwegs. Wie läuft es, Doc? Sind Sie bald fertig? Ja, fast. Sie machen das sehr gut. Ein bisschen tiefer. Linker Quadrant. Danke. Was Sie hier für uns tun, Sandy, ist ein unglaubliches Geschenk für uns. Unser kleines Baby. Dieses kleine Baby wird in dem Wissen aufwachsen, dass er oder sie durch die Güte und Großzügigkeit einer außergewöhnlichen und ganz besonderen Frau auf die Welt gekommen ist. Es ist soweit. Ich bin drin. So, ich implantiere jetzt den Embryo. Das war's. Wir sind fertig. Bleiben Sie noch liegen. Danke. Ich danke Ihnen, Sandy. Du bist wirklich unglaublich. Sie sind alle unglaublich. Bridget und ich sind Ihnen allen so dankbar für das, was Sie getan haben. Danke. Wir danken Ihnen vielmals. So, okay. Jetzt machen Sie es sich gemütlich. Brauchen Sie noch irgendwas, Sandy? Nein. Wie lange glauben Sie, wird es dauern, bis wir wissen, ob ich schwanger bin? In ein paar Tagen wissen wir es. Und machen Sie sich keine Sorgen. Ich mache mir auch keine Sorgen. Das klappt schon, Bridget. Da bin ich mir sicher. Ich habe nicht alles in meinem Leben so wahnsinnig gut gemacht. Aber das mache ich gut. Das verspreche ich. Meinem Mann geht es bestens, Stephanie. Ich weiß nicht, ob Sie sich einfach nur verteidigen wollen oder ob Sie glauben, was Sie da sagen. Ich weiß, dass Sie vor der Feier bei uns zu Hause waren. Ja, ich dachte, Eric könnte ein wenig Unterstützung brauchen. Hatte er Sie gebeten, ihn zu besuchen? Das muss er gar nicht. Ich kenne ihn, Donna. Sie allerdings würden ihn noch nicht mal hören, wenn er laut und deutlich um Hilfe schreien würde, meine Liebe. Donna. Er hasst den Gedanken, dass Sie hier arbeiten. Er meint, Sie machen mit den Leuten gemeinsame Sache, die ihn bestohlen haben. Ich mache mit niemandem gemeinsame Sache, Stephanie. Ich arbeite für Bill Spencer. Wir alle arbeiten für Bill Spencer. Ja, und Sie genießen das mehr als jeder andere. Hören Sie.
Forrester Creations ist für sie nur eine Firma. Sie ist nur ein Label. Aber sie ist Erics Traum. Sie ist sein Leben. Wenn Sie jetzt Bill Spencer gegenüber loyal sind, glauben Sie nicht, dass Sie Eric damit missachten und seinen Traum und was er dafür geopfert hat? Nein, das glaube ich überhaupt nicht. Oh doch, ob Sie es nun eingestehen oder nicht, Sie machen einen Fehler. Steph? Was? Ich konnte sie nicht aufhalten. Was hat sie gesagt? Weißt du, so hoch über den Wolken konnte sie nicht viel sagen. Oh. Sie hat mir aufs Handy gesprochen, dass sie bereits auf dem Weg zu uns ist. Das bedeutet, dass sie schon bald hier sein wird, Steph. Sie hat die Flugnummer hinterlassen. Ihr Flugzeug wird in circa 2 Stunden hier landen. Wieso? Wieso jetzt? Und warum ist sie bloß so geheimnisvoll? Wieso machst du dir überhaupt Gedanken? Mutter wird doch bei mir wohnen. Hey! Hey! Es ist zwar noch nicht an der Zeit, die Zigarren auszupacken, aber ich denke, dass es ziemlich gut aussieht. Ach ja? Ja. Hast du mit Dr. Caspary gesprochen? Ja, sie hat gesagt, der Eingriff sei gut. Sehr gut verlaufen. Wir müssen jetzt abwarten und uns ein bisschen um diese Lady hier kümmern. Oh, das habe ich draußen im Wartebereich gefunden. Ein Yoga-Magazin? Ja. Da Sie eine Weile hierbleiben werden, habe ich gedacht... Vielen Dank. Älteres Datum. Hoffentlich haben Sie es noch nicht gelesen. Nein, das kenne ich noch nicht. Sie sind großartig gewesen. Nur Danke zu sagen, scheint einfach zu wenig. Ruhen Sie sich ein bisschen aus. Wir sehen bald wieder nach Ihnen. Psst, psst. Wir bekommen ein Baby. Ich weiß. Wir bekommen ein Baby. Sollten wir uns lieber nicht zu früh freuen. Du brauchst keine Angst zu haben. Die Pechphase liegt endlich hinter uns. Dieses Baby wird leben. Ich weiß. Oh, da bist du ja. Mutter, was wollt ihr denn hier? Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ich konnte nicht mehr auf deinen Anruf warten. Ich musste herkommen, um zu erfahren, was los ist, um euch zu gratulieren und um dann zu feiern. Das ist wahnsinnig lieb von dir. Es ist vielen Dank. Es ist einfach perfekt gelaufen. Oh, sehr gut. Herzlichen Glückwunsch euch beiden. Die Blumen. Herr Owen, vielen Dank. Aber und gern doch. Die hier sind für Sandy. Ist sie da drin? Sie ruht sich gerade aus. Ja. Oh, entschuldige. Und wir machen hier so viel Lärm. Sandy muss schlafen. Gleich da drüben ist dein Wartezimmer. Da können wir jetzt mit Ihnen. Ihr müsst mir alles erzählen. Habt ihr gehört? Einfach alles. Wir erzählen euch alles. Wie ist das Ganze denn abgelaufen? Ist das sehr anstrengend für Sandy gewesen? Wie fühlt sie sich jetzt? Entschuldigung. Agnes? Aggie? Was machst du hier? Pam, keine Panik. Lass uns doch erstmal in Ruhe überlegen. Ich verstehe nicht, warum unsere Mutter hier unangemeldet auftaucht. Das ist gar nicht ihre Art. Sie liebt große Auftritte. Das wissen wir doch alle. Ihre Lakaien müssen vollzählig da sein. Ja, und das bedeutet in dem Fall ich. Das bedeutet jeden, den sie herumscheuchen kann, auch mich. Was? Dich hat Mutter doch noch nie herumgescheucht, Steph. Es muss einen Grund geben, der sie dazu bewogen hat, ausgerechnet jetzt hier aufzutauchen. Das stimmt. Und ich glaube, ich kenne den Grund. Du kennst den Grund? Sie ist wieder hinter mir her, Steph. Ich weiß es einfach. Sie will mich wieder nach Chicago schleifen. Und das will ich nicht. Oh, Pam. Eine Frage. Hat sie denn irgendetwas in der Richtung mit dir besprochen? Bis jetzt nicht. Und das wäre auch gar nicht ihre Art. Ich bin noch nie in ihre Pläne eingeweiht worden. Aber du bist doch schon fast 2 Jahre hier. Möglicherweise ist das genau der Grund. Vielleicht hat sie auf einmal keine Lust mehr, allein zu sein, weil sie sich einsam fühlt. Wieso hat sie nicht angerufen und dich einfach gefragt? Weil sie befürchtet, dass ich es nicht tun würde. Tust du es? Oh nein! Aber das ist doch der Grund. Sie kommt hierher, um mich abzuholen. Oh, Pam, hör auf. Ich glaube nicht, dass es sich um dich dreht. Weißt du, ich kann nur hoffen, dass du recht hast. Ich hoffe aus tiefster Seele, dass du recht hast. Wir wissen nur, dass sie auch einen LKW hat beladen lassen. Vielleicht will sie nach L.A. ziehen. Sag nicht so etwas, Stephanie. Das ist nicht lustig. Entschuldige. Komm her, es wird alles gut. Beruhige ob sie dich. Umziehen will? Ist ja gut. Mir gefällt überhaupt nicht, dass sie allein reist. Das sollte sie in ihrem Alter nicht tun. Ich weiß. Ich finde das zu riskant. Ich verstehe das einfach nicht. Sie muss einen Grund haben. Unsere Mutter würde doch nie im Leben auch nur irgendetwas ohne einen besonderen Grund tun. Ich weiß. Ich wüsste zu gern, was sie vorhat.
Bald werden wir wissen, was sie hier will. Du hast mich über die Türschwelle getragen. Natürlich. Wir bekommen ein Baby. Du musst dich schonen. Hm? Ich glaube, du hast eine Kleinigkeit verwechselt, mein Schatz. Ach, ob Braut oder werdende Mutter, ist doch egal. Ist es nicht schön, getragen zu werden? Oh doch. Aber wir sollten erst mal abwarten, ob das mit der Schwangerschaft funktioniert hat. Schatz, wir haben heute einem Kind das Leben geschenkt. Unserem Kind, das eine Leihmutter austragen wird. Und ich denke, dass wir das ein bisschen feiern sollten. Ich habe ein Geschenk für dich. Ein Geschenk? Ja. Yeah. Komm, Liebling, hier lang. Nicht zu fassen. Du bist es wirklich. Sie müssen sich wohl im Zimmer geirrt haben. Agnes, ich bin es. Ich bin es, Whip. Du bist die Leihmutter? Sandy Summers, wieso? Agnes, komm schon, ich bin es, dein Cousin Whip. Was ist dir los? Alle meine Freundinnen tanzen ihren Catwalk und als wir gehört haben, dass sie hier ganz in der Nähe sind, wollten wir sie kennenlernen. Das ist aber wirklich lieb von ihnen. Ja. Ah, das war ein ausgezeichnetes Miau. Pam, mach schon, wir müssen uns beeilen. Okay, ich komme. Du musst dich umziehen. Okay, bitteschön. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Es war schön, Sie kennenzulernen. Ja. Oh. Mutter, ist deine Maschine schon gelandet? Stell dir vor, wir sind früher angekommen, ein Segen Gottes. Die hatten uns da eingepfercht wie die Sardinen. Wärst du erster Klasse geflogen? Weißt du was? Gib uns einfach deine Flugnummer, dann kommen Pam und ich und holen dich ab. Mutter? Mutter, kannst du mich hören? Was ist denn? Die Verbindung ist so schlecht. Mutter, bist du noch da? Wo sollte ich sonst sein? Mutter, gib mir doch bitte die Flugnummer, dann kommen Pam und ich dich abholen. Das ist nicht nötig, ich habe ein Taxi bestellt. Du möchtest nicht, dass wir dich abholen? Ich bin nicht hergekommen, um für euch eine Belastung zu sein. Mutter, du bist für uns keine Belastung. Bitte, wir kommen jetzt und holen dich ab. Ich muss erst noch etwas erledigen. Ich melde mich dann. Und? Aber was? Was ist denn? Was hat sie jetzt wieder vor? Ich weiß es nicht, ich habe keinen Schimmer. Das ist kein so guter Zeitpunkt, wie du ja wohl selbst sehen kannst. Komm schon, freust du dich nicht mal ein bisschen, mich zu sehen? Ist dir das wirklich so wichtig? Aber ja, wer hat denn den Kontakt abgebrochen, hä? Ich habe ihn nicht abgebrochen. Wieso hast du meine Anrufe nicht beantwortet? Wir haben uns nahe gestanden. Als ich bei Forrester gearbeitet habe, haben wir uns immer in dieser Bar um die Ecke getroffen. Ja, nach der Arbeit bin ich jeden Tag auf einen Sprung zu dir gekommen. Du warst meine Lieblingsbarkeeperin. Ich wollte eigentlich etwas anderes aus meinem Leben machen. Oh ja, ich weiß. Ich weiß, dass du eine Menge Träume hattest und ich habe versucht, dir zu helfen, sie zu verwirklichen. Wir gehören doch zu einer Familie. Und das tun wir immer noch. Ich weiß nicht, was du hören willst. Weißt du, ich würde es nur gern verstehen. Eben haben wir uns noch halb krank gelacht und plötzlich warst du verschwunden und keiner hörte mehr etwas von dir. Und niemand wusste, wo du bist. Agnes. Bitte nenn mich nicht so. Mein Name ist Sandy. Ich habe ihn ändern lassen. Wieso? Und was hat es zu bedeuten, dass du Leihmutter für meinen Boss und seine Frau bist? Ja. Stimmt schon, ich arbeite für Nick und Bridget bei Jackie M. Und du trägst ihr Baby aus. Ist das ein Zufall, Sandy? Komm, sag's mir. Paradise Cove. Es ist noch viel schöner.